Und wir wären interessiert zu wissen oder zu fragen, wie das war, also was, was war die Einfluss oder was für andere Richtungen habt ihr dann schon kennengelernt, als ihr dann diese neue Art von Musik zu machen entdeckt habt? Also was war der... Ach so, wir haben gar keine anderen Richtungen kennengelernt. Es gab keine Richtung. Mhm. Ich nenne das die Zeit, das war ein kulturelles Vakuum in Deutschland. Nach dem Krieg gab es nur Schlager. You know what is Schlager? Yeah, we know Schlager. And we hated Schlager in our age, you know. Yeah. So, wir haben nur England Popmusik kopiert in unserer Amateurzeit und American Rock. Ich war ein unheimlicher Rocker, als ich Schlagzeug ging. Ich habe gekribbelt. Ja, genau. Ne? Und das war es irgendwann nicht mehr, wie wir gemerkt haben. Die Engländer können das so toll, aber es ist ihr Feel, ihr Gefühl. Und die Amerikaner mit den Beach Boys, die haben das American Way of Life so gut rübergebracht. Das hat einfach gestimmt. Ne? Das kam vom Herzen und das konnte kein anderer machen als der, der dort lebt, wenn er das von seinem Werf, von seinem Talent drauf hat. Ne? Und als ich Ralf und Florian getroffen habe, da war ich noch nicht so weit. Ich habe das erst noch gar nicht verstanden, was die wollten. Ich war einfach nur der passende Drummer für die erst. Aber ich habe dann im Laufe der Zeit ziemlich schnell kapiert, dass das die Zukunft ist, dass wir dieses eigene deutsche Ding machen. Was können wir gut? Deutsche sind bekannt dafür für Technik, für Gradlinigkeit, für Präzision. Ja. Das ist ein unheimlich deutsches Wort, Präzision. Ne? Und man muss es auch so aussprechen, Präzision. Precision, you know. Und Pünktlichkeit. Und dann haben wir diese elektrischen Sachen sind, das war eben unser großes Glück, dass zu der Zeit gerade uns dieses neue Instrument in die Hand gegeben wurde, der Synthesizer. Wow, früher war das so groß wie ein Schrank. Das stand als Forschungsobjekt in Universitäten rum. Da konnte man nicht dran denken, als normaler Musiker dran zu kommen. Ja. Also dann hat Bob Moog den Mini-Moog erfunden, der so klein war wie so eine Heimorgel und der hat 8.000 Mark gekostet, das war damals so teuer wie ein Volkswagen, genau derselbe Preis. Und das konnte der Ralf sich leisten und hatte sich das Ding gekauft. Und mit dem Volkswagen wäre er nur durch Deutschland gekommen und das hat er mal sehr gut gesagt und dieser Synthesizer hat ihn um die ganze Welt gebracht. Das war ein weiser Entschluss. Und dann haben sie die Autobahn kreiert und da bin ich gerade dazugekommen. Und dann hat mein Schlagzeug aber nicht mehr zu diesen modernen Instrumenten gepasst. Und dann habe ich im selben Jahr erstmal das elektronische Schlagzeug mit, was man mit so Stäben spielt, für mich selbst erfunden. Das gab es noch gar nicht zu kaufen. Ja. Und dann haben wir plötzlich zusammengepasst. Also die Frage, welche anderen Einflüsse wir damals hätten erleben können, die erübt sich, die gab es nur aus der Klassik. Stockhausen vielleicht, ja. Terry Riley oder Moondog oder so ähnliche Minimalisten. Ne? Ja. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet. Das sind die Konzerte, wo wir hingegangen sind. Das hat uns interessiert. Und was wir von denen übernommen haben, war der Minimalismus. Aber wir wollten jetzt nicht so eine elegische Ebene sein, dass wir nur in den Kunstkreisen spielen könnten. Wir wollten Popmusik machen. Und wir haben von denen eben auch einfach nur den Minimalismus. Das haben wir verstanden. Ja. Dass wir nicht wie Rockbands und Popbands überschwellen mit 1000 Gitarren und riesigen Orgeln und die machen letztendlich doch immer nur denselben Klang. Immer nur Gitarre, schrumm, schrumm, schrumm. Ja. Und man muss so viel Equipment und im Synthesizer sind Millionen von Klängen und es kann nur derjenige sie herauslocken, der auch das Herz und irgendwie die Idee hat, was er erzählen. Auch dazu beigetragen, eine gewisse Bildung hat er auch gut getan dabei. Und Ralf hat Architektur studiert, ich habe Innenarchitektur studiert, wir waren alle an Design interessiert, an Formgebung sowieso schon. Formgebung in Tönen, Formgebung in Farben, Formgebung in Visuals. Wir haben früher mit Dia-Shows gearbeitet, es gab ja noch gar keine Videobeamer, es gab keine Videokameras für uns, das war gar nicht bezahlbar und nicht denkbar. Ne? Da haben wir eben mit Großbild-Dias, mit 6x6, wir hatten ja auch unseren Maler dabei, den Emil Schulz, der hat die Dias gemalt und er hat eben auch Sachen fotografiert und so weiter. Und dann sind wir mit einer riesigen Leinwand, die auf so Stäbe aufgebaut wurde, und einem Xenon, einem extrem teuren Xenon-Dia-Bildbetrachter, das war ganz neu auf dem Markt, der ein bisschen Licht auf die Bühne, kann man nicht vergleichen mit dem, was heute möglich ist.
Aber so sind wir damals in den 70er Jahren getourt. So fing alles an, bis die ersten Videobeamer auf den Markt kamen, die so schwer waren wie Waschmaschinen. Ne? Von Sony, die ersten vier, muss man sagen. Ja. Ja, man konnte man so große Leinwände aufstecken und die waren ewig kaputt. Also wir haben eine Vision gehabt. Also diese Visual Musical Show, die hat bei uns sehr, sehr früh angefangen, bevor es überhaupt MTV gab, haben wir schon Musikfilme gedreht. Ne? Und das war damals noch mit 35mm Kameras. Wir hatten also einen Kameramann, der hat diese Filme mit uns gedreht und sie wurden dann einfach später auf Video kopiert. Ne? Ja. Aber um nochmal zu sagen, hier diese Einflüsse von Fritz Lang und von Kineasten, wir sind in Carpenter-Filme gerannt, wir sind in Visconti-Filme gerannt, wir haben Helmut Berger geliebt, wir haben hier den Rosa von Braunheim, einen deutschen, der die ganze Schulenszene aufgemischt hat damals. Er hat ganz tolle Filme gedreht oder vor allem Fassbender-Filme gedreht. Der wollte ja auch mit uns seinen letzten Film machen, Querelle. Ja. Dann ist er gestorben, hat so viel Koks genommen und so viel Cognac getrunken und so viel Autobahn gehört. Ne? Am Set. Es musste immer am Set. Nee, es war nicht Autobahn, es war Radioaktivität. Immer musste das ganze Album. Von morgen, die Leute haben es gehasst nachher. Ne? Aber er war so great. Ach, du bist ein Schatz. Wunderbar. But this is not a double, this is a triple. Ja, yeah, I know. You like it good to me. However, wir warten noch ein paar Minuten. Willst du weg? Gleich, ja. Ich trinke mal einen Wodka, ne? This is only water. Ich bitte nicht mehr zum Buchautor. Das ist tatsächlich meine Zukunft. Ich gehe ganz von der Popmusik weg. Und seit ich meine Autobiografie geschrieben habe, dieses Buch war sowas von erfolgreich, das ist mittlerweile in 6 Sprachen übersetzt worden. Aber dabei habe ich die Lust am Schreiben entdeckt. Und ich habe mit meiner Frau und Partnerin als Co-Autorin ein neues Buch geschrieben, was in Deutschland jetzt gerade rausgekommen ist. Das hat gar nichts mehr mit Musik zu tun.